Seite von der Laufnüten. Ciao, nächstes Mal, jo. Bis gleich oder bis morgen. Jo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin mit meinem Drücken und Start schneller als der Coolio, weil er verabschiedet sich gerne von seiner ganzen Familie, wenn ein Familientreffen ist. Schon sagen, alles klar, bis gleich. Tschüss, ausreichend. Jo, okay, sind wir halt dabei. Nächstes Let's Play. So muss das sein. Mein Virus ist halt schnell. Ja, der wartet nicht gerne. Ich kann die Taste fast nicht drücken, bis du wieder kommst. Also, okay, das hat jetzt sich auch falsch angehört. Ich wollte es jetzt nicht, aber du hast es jetzt nochmal extra angesprochen. Da musste ich jetzt lachen. Er meinte natürlich erscheinen, nicht kommen. Genau, nicht kommen, erscheinen. Aber ihr solltet... Ja, also? Nehmt das nicht immer zweideutig, dann passt das. Da können wir auch mal kommen, erscheinen und durchgeritten sagen, ohne dass ihr auch was Falsches denkt. Naja, was hat der Viper gesagt? Zweideutig ist eindeutig. Wie geht das schon wieder? So. Zweideutig hat eindeutig mehr Spaß. Dann würde ich sagen, euch war A-Klasse, Flucht. Dann ladet ihr mal ein, einer von euch. Okay, ich werde teilnehmen. Die Fahrte Flucht, Gruppe einladen. Jawohl, und da ist auch schon was gekommen. Gekömmtet. Gekommen? Ah. Also. Halt doch einfach mal deine Klappe, du Arsch! Schön, dass es angekommen ist. Grausam, ey. Ah. Denkst du nichts falsch und er sagt, hey, komm, guck mal, komm, sagt. Ja, komm, gesagt. Ich komme gleich. Oh ne, oh. Nismo, ja. Hm. Na, ist er gekommen, er hat aber den Schuss nicht gehört. Was ist denn du für eine Dreckskarre? Habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ah, die Corvette mal wieder. Also kommst du. Ja, das ist mein einziges A-Klasse-Auto, ne? Ich hab... zeigen ist, dass wir diese Strecke hier geübt haben bis zum Abwinken. Ich spreche mir jetzt schon einen ab hier hinten. Wisst, bist du noch da? Ja. Ah, gut. Doch, sag mal was sagen. Nur wenn es zweideutig ist, dann hat der Virus ein Problem damit. Nein! Letztens hat mich wieder jemand angeschrieben, ne? Nach dem Was macht denn der BMW hier? Das wäre eine Corvette, die an mir vorbeifliegt, ey, und dann ist das der BMW gewesen. Aber cool, du darfst jetzt deine Geschichte weitererzählen. Ja. Bin alle sehr gespannt. Heute Nachmittag habe ich wieder einer angeschrieben nach diesem Event hier. Coolio, du scheiß Hacker, ne? Versteh das nicht, ich hacke nicht, wenn ich den einfach... Meine Fresse, ey. Beide rein in das Rino. Erzähl weiter. Kuschelt ihr da hinten? Ja, gemeinsam schießen wir Rinos ab. Na eben, ne, nur weil du schneller bist als alle anderen. Boah! Der steht mir immer im Weg. Das hört mir keiner zu, der Schatz. Wenn da ein Passanten kommt oder ein Rino oder was, ey, oder dann kommt der von hinten, ja, ich hab wieder kommt gesagt, so, jetzt dürfen wir eine Runde lachen. So. Ja, Leute, ich mag hier einen Singleplayer in Need for Speed hier ganz alleine. Es hört mir sowieso keiner zu. Also ne, warum auch? Es ist ja alles langweilig. Ja, es ist natürlich alles langweilig. So, also, du bist also Singleplayer gefahren und wurdest als Hacker beschimpft, weil du was gemacht hast? Hast mit seiner Freundin geschlafen oder was? Ich war einfach viel schneller. Seht ihr jetzt, ne? Ja, das ist... Und ich habe sogar vor dem Ziel noch gewartet. Ja, das, die meisten, du musst jetzt so sehen, die meisten, die hacken, die denken, die sind dann die schnellsten. Ganz im Gegenteil, Hack kann so einen Einfluss auf deinen Fahrstil haben, dass du sagst, du bist nur der letzte Depp fährst, ganz einfach. Ist leider so. Und einer hat das auch gesagt, das hat ganz lieb gefragt und so, weil ich fahre hier auch durch die Straßensperren und ich kriege keinen Tempoverlust, hat er gesagt. Und das ist dann wirklich so ein Bug, da sehe ich manchmal sehe ich einfach keine Straßensperre, das habt ihr bestimmt auch. Ich sehe einfach keine Straßensperre. Und dann fahre ich da durch. Und der Kollege hinter mir, der sieht da die Straßensperre und hat das Gefühl, ich hacke. Es ist dann halt das Problem, manche raffen es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie spielsüchtig die sind, nur
die spielen das Spiel, weil sie dumm sind oder nicht mehr checken, weil sie blöde sind. Das Problem ist einfach, Leute, vergesst nicht, die Synchro von World ist definitiv kaputt. Genau. So, das heißt, was Coolio angezeigt wird, heißt noch lange nicht, dass euch das angezeigt wird. Ja, für die, vielleicht für die Person, die sich das hier mal anschaut, gegen die du gefahren bist, keine Ahnung, wenn du das irgendwann mal sehen solltest, Junge, ich will mal, bevor du hier irgendjemanden als Hacker beschimpft, das Problem machst du wahrscheinlich selber, lass es, weil es bringt nichts. Es ist einfach nur, wenn einer schneller ist ohne Hack, dann heißt es noch lange nicht, dass er gehackt hat, sondern weil er einfach fahren kann. Genau. Und fahren lernst du immer von den Besten. Ich bin zwar nicht einer der Besten, mit Fluchten habe ich es nicht so. Ich bin jetzt erster von hinten, aber da bin ich, habe ich auch kein Problem mit, solange ich ins Ziel schaffe. Ohne dass man großartig auf mich wartet. Also es ist schon, dass ich mich anstrenge, aber manche Fluchten, guck mal, zum Beispiel der Coolio, der ist auf und davon, der ist gleich in Kasachstan da oben und unser einer hängt noch in China rum. Ja, weil da bin jetzt ich halt der Bessere, ne? Ich fahre nicht immer Flucht, wenn ich alleine spiele oder mit Swiss zusammen. Und ja, da zieht man halt jetzt. Ne? Also Leute, zieht euch rein, das Let's Play gleich mit beiden Ansichten, weil ich hatte jetzt vorhin Lücken, also Orte, wo bei Virus vielleicht Straßensperren stehen. Ne? Das hat bei mir stand fast nichts. Ja, nur du nimmst nicht auf, bei dir sieht man das. Na Leute, wo seid ihr? Ich bin im Ziel, also fast, ne? Ich fahre jetzt ein bisschen zurück und so. 2,5 Kilometer hat der Virus noch. Na, gib mal Gummi da hinten. Oh, ey, Jenny, ich schieb mir so eine scheiß Korvette von der Hau doch mal ab, du Nutte. Entschuldigung. Gut, das ist ja ein Beruf, so ist es ja nicht. Das ist ja eine gelangweilige Prostituierte oder wie man sagt. Was laberst du wieder? Zieh um die Kurve, du alter Schlappschwanz. Ja, das ist deine Korvette. Ah, so, ihr könnt aber reinfahren, ich schaff's auf jeden Fall, also ich versuche es. Headbange, oh der. Oh ja, ja, ich könnte, ich schaff das. Hat er so, zack, also, ja. Ich bin früher die Strecken gefahren ohne Ende. Ich habe jetzt nach dem letzten Let's Play von Coolio, wo wir alle auch mitgewirkt haben, bis auf ein, zwei Personen, die heute nicht dabei sind, habe ich dann auch kein Need for Speed mehr gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich spiele an dem Spiel nichts mehr Besonderes für Leute, die das wirklich noch zocken bis ohne Ende. Ja gut, nutzt die ganzen Hacks und Bugs aus und macht euch ein schönes Leben damit, weil für mich ist der Witz weg. Also ohne macht es mir definitiv mehr Spaß und ja, ist halt so. Also du hast auch gehackt. Was habe ich? Du hast mal gehackt. Habe ich mal, ja. Ich habe mir die Programme besorgt. Bis auf bis so ein Boost-Hack habe ich mal Sachen ausprobiert. Funktionieren teils und teils aber auch nicht mehr, muss ich sagen. Und aber der Witz ist irgendwann weg. Es ist einfach nur hinterher so ein Notgeldgeiles drücken und laufen lassen und ja, Hauptsache haben, ist alles durcherstanden, weil alle die meisten den Bugatti haben wollten. Leider geil. Also fällt mir nichts so ein, ich finde es nur lachhaft. Mhm. Mit dem Bugatti haben sie mit diesen Achievements, das haben sie extra so gemacht, weil sie bei World nichts mehr machen wollten, haben genug Geld gemacht, dafür haben sie jetzt diesen komischen billigen Need for Speed Film gemacht. Fail, Need for Speed Rivals oder Most Wanted, ja, weiß ich nicht. Wer Spaß also dran Rivals, hat. Ja. Rivals muss ich sagen, ist. Finde ich super. Also vor allem Multiplayer. Aber ja gut, sagen wir es mal so. Ich werde mir keine Konsole kaufen, um das spielen zu können für die PlayStation 3, weil für PC sind es einfach zu doof gewesen, weil ja, 50 Frames pro Bild oder wie das heißt, das reicht nicht. Ist für den Arsch. Also nur 30, ja. Zum Aufnehmen ist es kacke, denn sobald du unter 30 FPS fliegst. Ich habe mein Kumpel, der hat das auch, der hat es gekriegt und runtergeladen und dann die Lizenzcode eingegeben. Wenn man fährt, ist man als Zeitlupe gefahren. Da machst du nichts. Ne? Runtergeschmissen, die Grafikkarte runtergeschoben, alles mögliche ausprobieren, was man machen kann. Trotzdem hat es mit Zeitlupe konntest du fahren und dann haben wir gesagt, weißt du was, schmeiß runter und fertig mit EA und Arschlecken. Doch, so, was wollen wir jetzt machen, Coolio?
Ja, ob irgendwas, was kurz ist, was nicht zu lange geht. Ja, dann machen wir immer mal ein anderes Auto, fahren wir jetzt wieder in einen Sprint oder sowas und dann haben wir dieses Let's Play dann auch wieder im Sack. Hm, welche Klasse? Ja, ich sage mal, nehmen wir mal E-Klasse, genau. E-Klasse. Ja, hast du auch E-Klasse? Glaub nicht. Tja, wenn man gute Autos haben will, dann sollte man sich auch schon nicht die richtigen Klassen wählen. Das schafft mir auch so. Ich habe da nur diese Karre hier, die habe ich mir einfach schnell gekauft. Und, eine hässliche Lampe. Also eine gute E-Klasse ist der Scirocco. Nee, eine gute E-Klasse ist der Silvia. E wie Emil, nicht D wie Drecksack. Ja, kriegst du die E-Klasse. Wow, ob die aber... Nee, ich weiß aber, dass der E-Klasse, der Golf, der schnellste ist. Ja. Der Golf? Ja, der Scirocco halt. So, jetzt hast du deinen. Ja, ich mache immer VW, ich verwechsel das immer. Tut mir leid, Friends. Okay, gut, dann lass mal einladen hier. 10 Minuten haben wir schon. Jo, das passt, das ist schon schick. Machen wir jetzt ein kurzes Sprintrennen, dann sind wir mit dem Let's Play durch und dann mal gucken, was uns noch einfällt. Jawohl. Wir werden auch nicht zu viel machen, damit wir beim nächsten Mal wieder irgendwas haben, wo ihr euch das vielleicht auch wieder anguckt und sagt, hey, das ist mal cool, mal wieder anders wieder, die haben wenigstens noch ein bisschen Spaß dabei und ja. Ja, auch ganz viel. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unter den Post oder schreibt es bei mir. Wir werden auf jeden Fall definitiv antworten. Natürlich. Ich beantworte jeden Kommentar, denn ja. Ja, solange du noch nicht so viele hast, kannst du es noch machen. Wenn es irgendwann so viel ist, dann wird es ja schon schwer. Dann bist du schon ziemlich lange zu Gange. Also nutzt das aus. Also wenn ihr Fragen habt oder sowas, was hier, was bei World oder sowas, schreibt es da drunter und. Ja, ihr seht schon, dass der Mats da vor mir, der fährt wie eine besenkte Sau, der geht immer auf Schnupperkurs. Der will wohl mein deutsches Nummernschild haben. den Scirocco hast du dir doch auch nicht gut gekauft. Was willst du? Alle Karren für Ingen Cash gekauft. Ich habe nichts für Boost ausgegeben, diesen Account. Nichts. Okay. Alles ist für Ingen Cash. Die Teile, die ich in manchen drin habe, ich habe ein paar Pro-Teile oder Ultra-Teile gekriegt. Das ist halt, weil ich bin viel mit Philly gefahren und wir sind gerade im Moment einfach dran, aus Jux und Dollerei so weit zu kommen mit den Punkten, wie es halt geht. Um die Multiplayer-Rennen, die fahren wir auch so, ohne irgendein Hex-Programm, ohne Lobby-Kick oder sowas, gibt es alles. Ist halt nur auf der States-Seite werdet ihr dann hinterher einfach nur als gebannt steht und wenn ihr Pech habt und geratet an die falsche Person, dann ist euer Account dauerhaft gebannt. Also und da bei Need for Speed nur noch 2 Leute arbeiten, geht das dann ziemlich schnell, ohne Absprache oder so weiter. Wenn sofort einer ist, dann ist Feierabend, dann ist raus, tschüss, Ende. Und also viel bei World wird nicht mehr passieren. Aber willst du machen? War mal ein gutes Rennspiel. Nur wenn die Synchro kacke ist und an allen anderen Sachen wird auch nichts mehr getan. Es ist halt Need for Speed World auch halt nur ein Rennspiel gewesen. Wie jedes andere Spiel auch, wo man hacken kann. Also es gibt kein Programm, was glaube ich nicht, was nicht rumgehackt wurde, so, wenn du so willst. So, da hat er mit seinem hässlichen Mats da hier gewonnen. Ich pack das ja gar nicht, ey. Das ist ja mal der Wahnsinn. 2498, ja, er hat eine C-Klasse. Ich habe ja auch gesagt, eine E-Klasse, obwohl ich ganz gut mitgehalten habe. Also muss ich schon sagen, Hut ab, Virus. Ganz geile eine Sache. C-Klasse. Ja. Das ist ja noch besser. Hast du keine D-Klasse? Doch, den scheiß Sebo, aber der schwimmt. Ah, okay. Gut, das war's wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Jawohl, Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss.